Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum neuen Commentary und wir fangen gleich mal an. Das ist das zweite Commentary jetzt, worauf ich mich eigentlich mega freue. Das ist übrigens ein Gameplay, ihr müsst mal links oben auf den Chat achten nach einer Zeit. Da beleidigt mich einer, weil ich mit der Automatico spiele. Na, also ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen weiter wegziehen, weil sonst die Aufnahme ein bisschen lauter wird. Ja, wie gesagt, da beleidigt mich jemand die ganze Zeit und darüber wollte ich halt einfach mal die ganzen 9 Minuten. Und zwar finde ich, möchte ich einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, ob du das siehst, das war auch ein Engländer, Talanov, vielleicht kannst du mir das übersetzen, was er geschrieben hat. Wäre ziemlich geil, weil ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Er hat nur geschrieben, dass ich hier Noob sei, etc. Das habe ich alles noch verstanden. Aber das war es auch. Der hieß, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Er hat einfach mal oben links auf den Chat achten, immer der, das ist halt immer der, der immer halt irgendetwas schreibt, weil ich den halt kille. Der hat halt immer rumgeflamed, weil ich die Automatico gespielt habe und ich muss sagen, eigentlich ist das ja eher meine Sache, ob ich mit der Automatico spiele und oder nicht. Ja, ich meine, ich habe auch Leute gesehen, die sind mit der Schrotflinte rumgelaufen und haben, was weiß ich, alles weggerotzt, weißt du, und das hat mich eigentlich in keinster Weise aufgeregt, weil ich im Hinterkopf behalten habe, ich kann die Schrotflinte auch spielen. Ja, das wäre für mich nicht das Problem. Entschuldigung, hab gerade was gegessen, also ich habe so geschlossen. Ja, ich kann das nicht verstehen, warum das sich aufregt. Klar ist die Automatico jetzt eine Waffe, die man nicht gern immer. Ja, das ist ja. Genau das ist der. Der Paranuis. Was? Den ich gerade eben gekillt habe. Das ist der. Der flamed gleich so ein bisschen rum. So. Da oben sieht man schon links. Casual Game, Always Automatico. Da fängt das schon an. Ja. Ich weiß nicht, was die da schreiben. Mir war es auch eigentlich relativ egal gewesen. Weil es gibt genug Spieler, die dasselbe sagen. Die Waffe ist zwar overpowered, man sieht's hier, aber ganz ehrlich, ich spiele sie gerne, vor allen Dingen als Sturmsoldat hat man eine Schrotflinte, eine MP18, nochmal eine Schrotflinte, also zumindest so eine Art wie eine Schrotflinte und ich kann halt nicht ausweichen. Morgen, ab dem 14. März, gibt's das DLC der Shall Not Pass. Ich glaube, davon werde ich auch noch ein Video machen und das hochladen, bevor ich den anderen hochlade. Ja, da gibt es dann mehrere Waffen wahrscheinlich für den Sturmsoldat, habe ich gehört. Und die werden wir morgen, oder zumindest ich, auf jeden Fall mal testen. Denn ich habe die CTE nicht gespielt. Also es ist halt so ein Testserver wie bei World of Tanks, weißt du, wo man halt, zumindest gehe ich davon aus, unendlich Geld hat und sich alle Waffen freischalten kann, damit man die in Ruhe testen kann. Da war ich nicht dabei. Weil ich wollte so ein paar Videos angucken und das dann im Nachhinein noch selber spielen, weil es kommt ja jetzt auch noch ein neuer Modus raus, Frontlines, und den will ich auch noch mal testen, da mache ich auch noch ein Video zu. Und da ist er schon wieder tot. Ich habe sogar einen Server-Star bekommen. Mal gucken, was er links schreibt. Na komm, der braucht wahrscheinlich lange. Ich habe übrigens auch ein Video immer mal auf den Chat geguckt. Weil er halt mal schreibt, wir sind jetzt mal vom Thema abgekommen, und zwar, spielt er Medic? Er spielt Medic, das heißt, er hat halt Waffen, die halt der Automatico unterlegen sind im ersten Moment, ne? Aber ich bin so ein Mensch, ich 25% der Kugeln treffen nicht bei mir als allererstes. In dieser Szene, das ist der, wo der Punkt drin ist, wo es auflädt. Das ist der Typ, der jetzt gleich rumflamed. Ich gehe da jetzt hin und knall den ab, pass auf. Zack. Ne, das war der nicht. Der kommt jetzt oben rechts. Da ist er. Zack, gekillt, und jetzt müsst ihr mal oben links aufpassen. So. Ich glaube, ich gehe hier, glaube ich, auch noch drauf oder sowas. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, oben links aufpassen. Dann sieht man, was er jetzt schreibt. So, warte. Ich habe mich jetzt hier hingelegt, weil ich dachte, ich treffe den da hinten mit der Panzerbüchse. Dachte ich, treffe den. Ich wollte mich nicht selbst nicht erschießen, deswegen habe ich so ein bisschen, naja, da habe ich ein bisschen verfehlt.
Na, was schreibst du? Nee, auf jeden Fall hat er halt geschrieben, dass ich ein Noob sei und so. Und das finde ich. Das finde ich, das ist kindisch für mich. Ja? Ah, hier habe ich mit der Panzerbüchse erwischt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ah. Geil, jetzt müsste der schreiben. Nee, ich finde das zum Lachen. Einfach weil sich so ein Spieler aufregt. Klar, kann ich verstehen, ne? Aber, ja, hier, da oben links steht: Johannes, you are fucking Noob. Meine Antwort dazu war die hier. Tja, wie gesagt, ich gehe damit so ein bisschen, klar kann ich auf der einen Seite verstehen, dass er genervt ist durch mich, weil ich halt eine bessere Waffe habe als er, aber er killt mich mehrmals und ich glaube, der ist sogar mehrere Level über mir, der ist sogar Level 95, ne? Ja, hier. Ich glaube, der ist Level 95, sieht man gar nicht. Ja, doch, Level 95. Und er schafft es nicht, mit der Automatico zu spielen. Ne, oder hat sie wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet, ne? Aber wenn ich eine Waffe besitze, ne, ich meine, klar geht mir die Schrot oder die Automatico auch mal ein auf den Sack, aber dann spiele ich sie fertig und dann bin ich überlegen mit. Ja, dann kann ich mich mit denen anlegen. Hier treffe ich überhaupt nichts. Aber naja, wie gesagt, ich mach da. Ja, mir ist das eigentlich wurscht. Deswegen bin ich so der Meinung, weißt du, wenn ich das aufregt, ne? Dann kauf dir dieses Spiel nicht. Ja, wenn du weißt, da sind bestimmt Waffen drin, die sind overpowered, dann kauf dir diese. Dann kauf dir dieses Spiel nicht. Ganz einfach. Ja. Ich habe mir dieses Spiel gekauft, um Spaß zu haben. Das habe ich auch. Ja. Und ich habe immerhin 38 Euro für das Scheißspiel hingeblättert. Ja. Da darf ich ja wohl alle Inhalte nutzen. Ne? Also, ich meine, die Automatico spiele ich jetzt auch nicht gerade jeden Tag. Ich spiele sehr, 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 sehr gerne den Sunny. Und hab mit dem Sunny eigentlich die meisten Kills. Zumindest mit einer Sunny-Waffe. Ja. Jetzt zurzeit bin ich den Versorger am Hochleveln, damit ich die hellen Riegel kriege. Damit ich diese. Ich meine, ich mag die Automatico, aber die wird mir langsam. Wie soll ich sagen? Die ist langsam echt overpowered und deswegen möchte ich die Hellriegel spielen. Ab morgen mit der Shell Not Pass kommt wenigstens eine Waffe hinzu, die ich auch testen und spielen kann. Ja. Nee, aber sowas regt mich einfach auf. Wenn ich, ja, mich gestört fühle oder so, gehe ich einfach aus dem Bus raus. Und, das zeigt, zumindest für mich zeigt es, dass er keine Reife besitzt. Weil ich hätte einfach gesagt, naja gut, dann ist es halt so, dann spielt er mit einer Waffe, ist genauso mit einer Shotgun. Wenn er mit einer Shotgun spielt, ja, und ich, und er mich permanent killt, dann ist es halt so. Dann killt er mich, ja, hier sieht man auch, dass er die ganze Zeit was schreibt und ich kann das nicht übersetzen. Dafür bin ich zu blöd. Wir haben zwar Englisch in der Schule, aber einmal pro Woche. Wie gesagt, und das zeigt für mich, dass er nicht. Ich meine, ich. Eigentlich dürfte ich das Spiel gar nicht spielen. Okay, dieses Jahr am 27.08. dürfte ich das Spiel eigentlich spielen. Aber von der Reife her, es geht mir eigentlich nicht um das Spiel des Alter oder was da drin passiert. Ich verstehe, sobald das Spiel nicht real ist, ne? Oder wenn ich jemanden abknall, zum Beispiel so wie hier gerade, dann ist Respawn, der in real geht das nicht. Ne? Und das, ich halte ein Spiel getrennt vom Real-Life-Leben. So. Und er regt sich halt auf, ne? Ich reg mich auch manchmal auf und denk mir dann nichts mehr dabei, ne? Weil die Waffe habe ich auch und fertig, ne? Also, naja, wie gesagt, das, ja, regt mich halt so ein bisschen auf, ne? Ja, hier habe ich ihn geholt und hier bin ich gestorben, zack. Ja, nee, wie gesagt, ich meine, mir ist es ja eigentlich auch relativ, weißt du, ob ein Junge, der, ich sag mal, 12 Jahre alt ist, ein Battlefield einspielt oder so, er soll halt eine gewisse Reife zeigen und nicht bei jedem Scheiß gleich rumheulen. Ja? Ist so für mich meine Meinung, ne? Wie ihr das seht, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Beleidigungen oder sonstiges werden gelöscht, das sage ich euch jetzt schon mal. Naja, ich bin raus, viel Spaß, danke fürs Zuschauen. Und würde mich über ein Like, über ein Abo und über einen Kommentar freuen. Ich bin raus. Ciao.